Modern Talking. Birgit Schrobange trifft Dieter und Thomas. Die ungewöhnlichen Ansichten eines Erfolgsduos. Muss eine Frau bei dir immer so circa 10 Jahre jünger sein? Nö, 20 ist auch okay. Die blauesten Augen der Musik und die weißesten Zähne des Pop. Endlich wieder vereint. Modern Talking, nie waren sie so erfolgreich wie heute. Doch hinter der Bühne zeigen sich die Schattenseiten des Glücks. Also so Erfolg hat ja auch tierisch viele Nachteile. Ja, dieser Mega-Druck, ich meine, das können sich die meisten Leute nicht vorstellen. Jeden Tag Konzerte bedeutet immer auf Reisen, Essen zwischendurch, Backstage-Büros als Heimersatz und nur 3 Stunden Schlaf die Nacht. Zeit, die gestressten Jungs mal zu verwöhnen. Zwischen 2 Auftritten hat Birgit sie deshalb für ein paar Stunden in Berlin-Tempelhof entführt. Na Jungs, mega Stress gehabt? Hallo. Hi. Ja, hallo. Wir haben ja was mitgebracht. Wow, Dankeschön. Was kann ich denn Gutes für euch tun? Ja, hast du vielleicht ein bisschen Action für uns? Dürft ihr euch was wünschen? Action? Ja, klar, da habe ich was Tolles für euch. Steigt ein. Thomas sichert sich hartnäckig den besten Platz und Dieter beweist gleich mal, was für ein Gentleman er ist. Ja. Oh, da auch noch mit. Vielen Dank. Ich dachte, du wolltest vorne sitzen. So nett ist er normal. Endlich ist die Sitzordnung geklärt. Während die Jungs sich die Berliner Luft um die Nase wehen lassen, wird schnell klar, ihre 10 Jahre Altersunterschied zeigen sich am deutlichsten. Wie könnte es anders sein beim Thema Frauen? Ich finde es viel, viel geiler, wenn man als Mann um eine Frau ein bisschen kämpfen muss, als wenn sie sich schon auf die Matratze legen. Das Gegenteil. Magst du dich gern? Also kämpfst du nicht gern? Also du hast es lieber bequemer. Ja. Nee, hat das was mit dem Alter zu tun? Nee, das hat ja was damit zu tun. Das war andere. Nein, aber ich finde einfach selbstbewusste Frauen toll. Und ich weiß, warum? Ja, aber selbstbewusste Frauen legen sich nicht auf die Matratze. Warum ist dieser? Legen sich auf die Matratze? Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Aber das Problem ist, warum muss der Mann immer baggern wie blöde und die Frau steht da und ja und hat so dieses Ding drauf. Ja, mach mal. Also ich fände es auch toll, wenn mir eine Frau zeigen würde, dass sie mich gut findet. Deine Freundin ist ja einige Jahre jünger als du. Kannst du das meine verstehen? Meine Freunde sind immer jünger als ich. Ja, muss eine Frau bei dir immer so circa 10 Jahre jünger sein? Nö, 20 ist auch okay. Wie muss eine Frau sein, die mit also dir zusammenleben kann? Ich stehe auf selbstbewusste, intelligente, gut aussehende Frauen. Und ich bin auch vollkommen lieb zu denen und also ich kann mir, das ist alles Quatsch, das sind alles Gerüchte, also ich würde auch einer Frau meinetwegen Frühstück ans Bett bringen und wäre total nett zu denen, wenn ich die mag. Gestehst du auch einer Frau die gleichen Rechte zu wie dir selber? Also du bist ja auch jemand, der mal um die Häuser zieht, in Hamburg sieht man dich öfter in Diskos. Wenn jetzt deine Freundin Nadja das gleiche machen würde, würdest du das gut finden? Ja, ist ja ein Unterschied. Also zwischen dem, ob man was gut findet oder ob ich ihr das zugestehen würde. Also zugestehen, klar. Ich meine, ich kann dann Menschen nicht einsperren. Aber also, ich fände es natürlich besser, wenn sie zu Hause bleibt. Und du gehst weg? Ja. Warum heiratest du Nadja nicht? Ja, ich meine, ich kann ja nicht, weil ich eben eigentlich alle 4 Wochen heiraten will. Und weil ich meine, Ehe ist ja schon irgendwie was Wichtiges. Und ich habe natürlich jetzt vor der 3. Ehe besonders viel Angst, weil jetzt beim 3. Mal muss das einfach klappen. Und bei Nadja ist es einfach so, guck mal, wir sind jetzt 9 Jahre zusammen. Aber dann weiß man, also das ist doch was ganz anderes, als wenn man jetzt Hals über Kopf eine Frau heiratet, die man eigentlich kaum kennt. Und ja, genau. Und hast wenn ja gesehen, man jemanden heiratet, den man jetzt 9 Jahre lang kennt. Also ja, aber du hast ja gesehen, was dabei rauskommt. Und bei Nadja und mir zum Beispiel läuft das eben seit 9 Jahren wunderbar. Und warum soll ich irgendwas ändern, wenn das ganz toll ist? Und wir verstehen uns toll und es gibt keine Probleme. Und warum brauche ich da jetzt so einen Zettel, wo da draufsteht, ihr seid verheiratet? Ich meine, das hat mir jetzt 2-mal Unglück gebracht. Und deshalb habe ich dann natürlich unheimliche Angst vor und bin natürlich jetzt auch so ein bisschen heiratsgeschädigt. Weil bei Ihnen alles schnell gehen muss, bringen wir Sie zur Kurzentspannung auf dem direktesten Wege zum Scharmützelsee vor den Toren Berlins. In einem Hubschrauber, der dem Fürsten von Monaco gehörte. Dem Himmel so nah zeigen selbst diese starken Männer plötzlich schwache Nerven. Thomas, stimmt es, dass du Flugangst hast? Ja, ich habe mehr Angst vom Landen als vom Fliegen. Also deshalb ist so eine halbe Flugangst. Nehmen wir es ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich wieder unten bin. Du hattest doch auch mal ein schlimmes Erlebnis, ne? Du hast mal einen beinahe Flugzeugabsturz erlebt. Ja, ich war in Russland. Ich meine, ich weiß, viele sagen, man soll ja da nicht fliegen. Aber da war bei der Landung, war die Landebahn komplett vereist und wir waren mitten im Schneesturm. Und da ging es schon richtig heftig zur Sache und ich dachte,
lieber Gott, ich möchte hier nicht begraben werden. Das hat er irgendwie gehört. Aber ich hatte danach so 2 Jahre jedes Mal Todespanik beim Landen. Und mittlerweile geht's wieder. Durch das viele Fliegen ist es okay. Von dir, Dieter, habe ich gehört, dass du wahnsinnig gerne fliegst und auch Loopings und Fassrollen und sowas alles gerne machst. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Aber also mir wäre das relativ egal, wo ich begraben werde. Ich möchte also am liebsten überhaupt nicht sterben. Doch wir bringen sie sicher ans Ziel. Endlich Zeit abzuschalten. Auf dem Scharmützelsee kommen die singenden Wasserliebhaber dann voll auf ihre Kosten. Ehe Magen und Frisur vollends ruiniert sind, schalten wir lieber einen Gang runter. Haben wir Freundschaften zu ganz normalen Menschen? Ja, ich habe keine Freunde. Du hast gar keine Freunde? Nein. Nee, du ich hast keine Freunde. Freunde, du hast ich doch Thomas. Ja, aber ich bin ganz allein so. Also eigentlich habe ich keine Freunde. Warum hast du keine Freunde, Dieter? Keine Ahnung, mich mag ihm keiner. Jetzt mal ernsthaft. Ja, nee, jeder Mann also, hat doch irgendwie einen besten Freund. Dazu gehört natürlich A, Glück, also dass man die richtigen Menschen kennenlernen muss. Und zweitens gehören natürlich zu richtigen Freundschaften unheimlich viel Zeit. Weil eine Freundschaft ist ja was geben und nehmen. Und also man muss dem natürlich auch viel Zeit entgegenbringen und das mitbringen. Das könnt ihr natürlich nicht bei einem. Und das konnte ich einfach in den letzten Jahren nie. Und bei mir war eben auch das Problem, ich meine, ich komme aus Oldenburg. das ist nichts Schlimmes. Aber wie gesagt, ich bin da eben mit 17 weggezogen. Und da hatte ich gerade mein Abi gemacht, dann bin ich nach Göttingen gezogen, da habe ich dann studiert 6 Jahre und als ich dann mit dem Studium fertig war, bin ich dann von Göttingen nach Hamburg und da zerreißen ja jedes Mal so eben alte Freundschaften. Kaum zeigen sich Zeichen der Entspannung, droht schon wieder der nächste Termin, die Fertigstellung ihres neuen Videos. Auf besonderen Wunsch der Künstler fährt Birgit sie direkt dorthin und entlockt Dieter dabei ein überraschendes Geständnis. Würdest du Schönheitsoperationen zum Beispiel machen lassen? Ja, warum nicht? Was gefällt dir an dir nicht? Ja, ich finde, also wenn ich morgens aufwache oder so, ich meine, also jetzt zum Beispiel, früher hatte ich ja hier 2 Grübchen. Und die beiden Dinger, das werden jetzt Falten oder beziehungsweise das sind Falten. Und ich habe natürlich auch wirklich mit meiner Haut ziemlich, also ich habe mich immer aber in die Sonne gelegt. Aber das lässt sich doch so richtig männlich aussehen. Würdest du wirklich die Falten wegspitzen ja, aber wenn das oder liften lassen? Wenn das irgendwann, ich weiß nicht, wenn mir das nicht mehr gefällt oder so. Ich weiß nicht, Frauen schminken sich, warum soll ich mir dann nicht irgendwie was mal glätten lassen? Also wenn ich zum Beispiel eine Freundin hätte, die das irgendwie stören würde oder so, würde ich das machen für die. Du bist ja immer so ein bisschen so als der Schönling angesehen. Nee, nee. Bist du sehr eitel? Sie spricht jetzt mit dir. Bist du sehr eitel? Nee, eigentlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht? Nee, überhaupt nicht. Nee. Nein, stimmt. Also nicht mehr wie er auch. Wie lange brauchst du morgens im Badezimmer? Ich spiele gerade Verona. Bye.